Hallo, meine angehenden Nekromantenlehrlinge, und willkommen zu einem neuen Let's Show. Und zwar Right Click to Necromance. Ein Spiel mit einem unglaublich simplen Spielprinzip und gleichzeitig so schweren Gameplay. Ich starte hier direkt mal und bekomme hier 5 untote Zombie-Skelette. Und mein einziges Ziel ist es, andere Zombie-Skelette zu töten, und zwar diese lilanen. Und wenn ich schaffe, alle zu töten aus einer Gruppe, wie zum Beispiel diese drei, die jetzt auf mich zulaufen, tötet sie, bekomme ich die Möglichkeit, mit Rechtsklick alle neu zu beschwören. Und so muss ich meine Armee hier immer vergrößern und hoffentlich nicht sterben. Das hört sich jetzt unglaublich simpel an, ist aber gar nicht so leicht, da, wenn man einmal in einem Kampf verwickelt ist, so gut wie nicht mehr wegkommt. Genauso muss man auch wirklich jedes einzelne Mitglied einer Gruppe töten. Ansonsten kann man die nicht reviven, was echt blöd ist, wenn man mal einen nicht findet, der dazu gehört, weil er sich irgendwie abgesetzt hat. Aber gut, ich habe jetzt hier schon mal eine relativ große Armee. Tötet sie alle. Los, 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 schnappt sie euch. Meine kleinen Soldaten. Das meine ich zum Beispiel. Die zwei, ich dachte, das wäre eine Gruppe und wahrscheinlich gehören noch die oberen zwei, wo gerade meine Maus ist, dazu. Das heißt, ich schnappe jetzt einfach hier mal beide Gruppen. Los, 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 los. Haha. Und habe jetzt halt hier langsam die Mega-Armee des Todes. Perfekt. Das sind schon mal echt einige von den Soldaten. Und das Ganze wird dadurch getoppt, dass jetzt halt relativ bald die nächsten Gegner kommen dürften. Ich habe das Spiel natürlich davor schon ein, zwei Mal angetestet und habe miserabel verloren, aber gut, das ist nicht auf dem Video und wie wir schon mal in dem Stream festgestellt haben, was nicht auf Video ist, ist niemals passiert. Hust, hust. Und ich brauche noch einige davon. Ich schnappe mir einfach die Gruppe. Schnappt sie euch. Oh mein Gott, mit der da oben wollte ich mich jetzt noch nicht anlegen. Oh Gott, das gibt große Verluste. In den Krieg, meine untoten, gehirnlosen Herrscher. Oh mein Gott, jetzt kommen von unten noch mehr. Nein, 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 nein. Macht die oben zu Ende. Und flieht, flieht, flieht. Wobei. Legt euch damit an, legt euch damit an. Bitte sie. Oh Gott. Oh Gott, das ist jetzt zu viel auf einmal, oder? Ich müsste noch diesen Elite hier töten und den Nekromant. Komm schon, komm schon. Tötet den Nekro. Okay, ich fliehe. Wow. Jetzt habe ich absolut keine Einheiten mehr. Die beiden sind wahrscheinlich stark geschwächt. Aber ich kann sie nicht reviven. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nicht fighten. Flieht doch, ihr Narren. Flieht. Ich muss mir jetzt irgendwie meine Armee nochmal aufbauen. Diesen Einzelnen hier töten. Nein, nein, nein. Nicht sterben. Nicht einfach wegsterben. Einfach wegsterben ist nie gut. Ich will jetzt halt... Da, dieses Zweierpack. Ich muss das jetzt riskieren. Die dürften doch nicht mehr so viele Leben haben. Los, tötet sie. Komm schon. Komm schon. Yes. Ich komme nochmal zurück. Ich dachte tatsächlich, ich hätte schon so gut wie verloren. Aber ich bin wieder dabei. Und jetzt... Nein, 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 nein. Nicht den einen von da oben. Tötet den Nekromanten und dann weg, 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 weg. Tötet ihn. Oh Gott. Nein, 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 nein. Macht ihn kaputt. Komm, haut drauf. Komm schon. Der kann doch nicht mehr viele Leben haben. Wow. Okay, ich bin doch nicht zurückgekommen. Aber das versuche ich jetzt doch gleich nochmal. So, new try, new game. Und jetzt halt schaffen wir das hoffentlich ein bisschen weiter. Das war ja echt nicht wirklich lange, wie ich da überlebt habe. Ich will wenigstens einmal alle Monster sehen. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene es gibt. Das Einzige, was ich noch gesehen habe, ist, dass unten links so eine Art Boss ist. Schauen wir mal dahin, dass ich euch den auch mal zeigen kann. Dass selbst wenn ich ihn nicht töten kann, ihr ihn schon mal seht, dieser große Fettwanster. Wumpus muss sterben. Wumpus Gigantus. So. Und ihr werdet rekrutiert. Ob ihr wollt oder nicht. Das ist das Gute an untoten Soldaten. Die kosten keinen Unterhalt. Brauchen keine Versicherung. Und man kann sie einfach nur in ihr Grab schicken. Um andere abzulenken. Ohahaha. Mann, wäre ich ein guter Kommandant in der Schlacht. So. Right click to Necromance. Und da schnappe ich mir noch beide Teams gleichzeitig. Gleich noch das da drunter. Bauen wir die Armee auf. Nicht
eine kleine Armee, sondern die Armee, die jede andere Armee hier besiegt. Au, 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 da sind viele, die schnappe ich mir als nächstes. Nur ein bisschen formieren, dass meine Soldaten möglichst immer zwei oder drei auf denselben hauen. Weil sonst habe ich ja genauso viele Verluste wie mein Gegner, weil meine Einheit nicht mehr Schaden macht. Das wäre dann problematisch. Aber ich glaube, ich habe meine Armee-Size doch jetzt ziemlich vergrößert durch den Kampf hier. Aber irgendwie werden alle Armeen hier langsam richtig groß von den Gegnern. Ich schnapp mir jetzt einfach die. Auf sie mit Gebrüll! Umzingel ziehen! Fallt ihnen in die Flanken! Gott, habe ich große Verluste bei der Welle. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob ich Einheiten dabei gewonnen habe oder nicht. Wow, und das ist wieder ein Einzelner. So, das sind schon die großen. Fünf Stück. Ich muss mich damit von. Nein, 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 flieht! Oh mein Gott, jetzt habe ich nur Verluste gemacht. Ah, sie sind vielleicht ein bisschen geschwächt. Ich kann mich nämlich nicht mit denen und den Bossen und beziehungsweise nicht den Bossen, sondern der kleinen Gruppe noch anlegen. Komm schon, töte die. Töte den letzten. Yes! Jetzt habe ich schon ein paar Offiziere in meiner Gruppe hier. Und ihr werdet rekrutiert. Auf sie mit Gebrüll! Oh mein Gott, oh mein Gott. Niemals am Rand fighten, niemals am Rand fighten. Da kann alles spawnen. Und man kann dann nicht mal wirklich ausweichen. Drei Offiziere für meine Ränge. Los, 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 schnappt ihr euch. Ohne Verluste. Perfekt. Okay, das ist eine riesige Welle von Starken. Ich glaube, das war eine so schlechte Idee. Und da kommen noch kleine von der anderen Seite. Dein Ernst, Spiel. Ich will jetzt nicht sterben. Tötet die. Es sind nicht mehr viele. Das schafft ihr. Kommt schon. Schafft ihr es? Komm schon, nur noch zwei. Dann habe ich die stärkste Armee seit langem. Yes. Okay, mit den größeren kann ich jetzt ziemlich problemlos wahrscheinlich die kleinen hier aufholen. Problemlos, sagte er und starb. Ne, das läuft ja gut. So. Ich habe ein besseres Gefühl als bei der Runde davor. So, die werden auch rekrutiert. Und ich hätte jetzt halt gerne mal ein paar Caster. Wo seid ihr denn, Totenbeschwörerlein? Toti, 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 Toti. Sind die doch gar nicht da? Muss ich dafür genug von den Kleinen getötet haben? Kann doch fast nicht sein, oder? So. Oh, da, mein erster Offizier. Los, schnappt ihn euch. Bevor er sich euch schnappt. Vernichtet ihn. Mein persönlicher Mage. Yay, du bist jetzt der Anführer. Dirigiere deine untoten Marionetten in den Sieg. Perfekt. Oh, das läuft richtig gut. Das läuft so richtig, richtig gut. Aber ich will mehr Caster. Ich will davon eine kleine Armee haben. Ja, nicht auf beiden Fronten kämpfen. Nein, 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 nein. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Schnappt euch noch den und jetzt hat genau. Alle in die Richtung und der Caster muss hinten bleiben. Oh mein Gott, die nächsten Gegner. Flieht, nicht fighten. Oh mein Gott. Das lief ja gerade nochmal gut. Meint ihr, ich pack die? Ich habe ja schon einige. Wow, fliehen die? Ich riskiere das jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Schnappt ihn euch. Schnappt euch als erstes den Totenbeschwörer. Der macht AOE-Schaden. Kommt schon. Oh mein Gott. Meine Einheiten sterben aber echt weg gegen die Soldaten. Yes. Boah, jetzt habe ich die Armee hier. Dum, 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 dum. Irgendwie schauen die Einheiten aber gerade gleich aus. Das waren doch schon die besseren Dritte, oder? Also gegen die, wo ich jetzt auch gerade kämpfe. Warum habe ich die denn da nicht revived? Ich bin verwirrt. Ich dachte, da wären schon die Stärkeren dabei gewesen. Ja, okay, die dürfen jetzt nicht. Ach, da haben wir zum Beispiel einen, wo meine Maus gerade ist. Der geht hier in der Armee direkt unter. So, beschwören wir noch die. Ich habe jetzt bald nur noch Offiziere in meiner Mannschaft. Oh mein Gott, das sind ja die Stärkeren. Verdammt, verdammt, verdammt. Nein, 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 da kommt noch einer von hinten. Sie attackieren von hinten. Beschützt euch gegenseitig. Und umzingelt sie. Oh, richtig gut, richtig gut. Was ist das? Mini-Golems. Auf sie! Ich will den Mini-Golem. Schnappt euch den Mini-Golem. Ich glaube, ich bin jetzt unbesiegbar mit so einem Golem.
Ich bin der einzig wahre Totenbeschwörer. Ihr könnt nichts, ihr Gegner. Nichts könnt ihr. Nein. Mit dem Boss lege ich mich noch nicht an. Boss noch nicht. Aber die hier unten, mit denen lege ich mich an. Ich habe ja schon einen Golem. Aufs. Meint ihr, ich kann mich schon mit dem Boss anlegen? Ich habe keine Ahnung, wie viel der Boss aushält. Ich will mich mit dem Boss anlegen, aber ich will auch gleichzeitig nicht sterben. Aber ich will den Boss haben. Darf ich den dann auch reviven oder ist dann einfach Endgame, hab gewonnen? Ich hole mir jetzt noch diese Gruppe, bestenfalls ohne Verluste. Und dann geht's dem Boss an den Kragen. Los Vampos Gigantos wird sterben. Dann, da. Okay, wenn sie sich schon so anbieten, muss ich die zwei Gruppen noch machen. Ey, ich habe so viele Soldaten, das geht ja schon gar nicht mehr, ey. Egal wo ich hingehe, ich fange einen Fight an. Hier vielleicht noch den Golem mitnehmen, wenn ich auch schon da bin. Autsch. Ah, der macht ziemlich viel AOE-Schaden, so ein Golem, glaube ich. So, jetzt hat aber. Nein, nicht fight. Ich komme gar nicht zum Boss. Seht ihr es nicht ein? Ihr könnt nur sterben. Vielleicht wollen sie sterben und in meine Mannschaft. Kann natürlich auch sein. Suizid bei Nekromant. So, jetzt noch hier die letzten töten. Und dann dürfte der Boss jetzt easy sein. Irgendwie nur positionieren, dass alle attacken können. Und auf ihn! Auf ihn! Schnappt ihn euch! Los! Es gibt zwei von der Sorte? Oh mein Gott. Beide gleichzeitig fallen. Nein. Zurück. Yes, ich hab den Boss. Jetzt können wir den zweiten töten. Wow. Also es ist zumindest nicht durchgespielt, außer die Bosse können zusammen und greifen normalerweise auch zusammen an. Okay, Endgame ist auf alle Fälle nicht, aber ich habe die Armee. Die absolute Armee. Boah, ist der Boss langsam. Der steht immer vollkommen mispositioned da, weil er einfach irgendwo... Oh mein Gott, das sind jetzt aber viele Gegner. Das sind jetzt... Oh mein Gott, flieht? Flieht? Wie stark sind die Bosse? Ist mir gerade ein Boss gestorben? Okay, ich kann nochmal ein paar reviven. Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Los, beschwört immer wieder neue. Lösche die Gruppen. Au. Okay. Ja, das ging jetzt dann doch irgendwie schneller, als ich gehofft hatte. Aber gut, damit würde ich auch schon wieder dieses Let's Show beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Abo da oder ein Like. Und ja, das Spiel haue ich, wie gesagt, in die Beschreibung rein, ist for free zum Downloaden und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob es euch gefallen hat. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt, bin mir aber nicht sicher. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!